Gerade ist Kunst und Kultur wieder erlebbar geworden. Da musste Veranstalter Graus Event am letzten Samstag erstmal eine bittere Pille schlucken. Ab den Morgenstunden meldeten sich gleich reihenweise Künstler und Akteure krank, die am Abend bei Classics unter Sternen auf der Bühne stehen sollten. Eines stand für das Team von Matthias Graus aber fest: Das allseits beliebte Spektakel musste unbedingt über die Bühne gehen. Bei bestem Sommerwetter war gegen 20 Uhr der bestuhlte Hauptmarkt gut gefüllt und die Gäste waren glücklich, dass nach 2 Jahren auf der Freilichtbühne Classics unter Sternen zurück ins Herz der Muldestadt gekommen war. Ich gehe jedes Jahr. Bin begeistert, sowieso schon immer. Und ich freue mich toll auf diesen Abend. Was begeistert Sie an Classics unter Sternen? Erstens kommt man mal wieder raus und dann. Und es regnet nie, ne? Guten Abend. Diesem Jahr ein Novum. Die Außensitze, also die Lokale, werden mit eingebunden. Wie finden Sie das? Super. Und vor allem für den Preis ganz toll. Finde ich auch gut. Absolut gut. Sonst gab es hier immer eine Wand dazwischen. Dieses Jahr seid ihr eingebunden. Wie findest du das? Ja, sehr schön. Klar, sehr schön. Wir haben eigentlich, für mich ist es super. Ich kann den Konzert ohne Bezahlung. Nee, aber ist auch schön. Endlich hat jemand verstanden, wie sein soll. Großevents wie diese funktionieren natürlich nur dank Unterstützern. Seitens der Sparkasse Zwickau war da ein neues Gesicht zu sehen. Ja, das stimmt, Frau Wutzer. Vielen Dank für die Begrüßung. Nein, ich habe lange in Sachsen gelebt, nämlich 28 Jahre. Ich hatte einen kleinen Ausflug nach Schleswig-Holstein gemacht, haben Sie auch geschrieben und gelesen gehabt. Und jetzt bin ich wieder da. Zwickau kenne ich schon, aus meiner Zeit in Chemnitz natürlich, aber ehrlich gesagt auch, weil ich Oldtimer-Fahrer bin und die Sachsen-Klassik-Rallye immer mitgefahren bin. Und da habe ich immer schon gesagt, Zwickau ist eine tolle Stadt. Es macht richtig Spaß. Die Menschen machen Spaß und es ist eine gute Atmosphäre, schöne Verbindung aus Wirtschaft. Das und Politik und Kultur, was man heute Abend hier ja auch bei Klassik unter den Sternen sieht. Also einfach toll. Es ist ja auch so, dass die Sparkasse gut für die Region, Unterstützer von Kultur, von Sport. Es ist ganz wichtig, gerade in diesen so anderen Zeiten und deshalb heute auch wieder Unterstützer bei Klassik zu bestellen. Wir machen das sehr gerne, denn wir sind ein Teil der Region. Wir sind ein Teil der Menschen, der Wirtschaft. Überall sind unsere Kunden hier um uns herum. Das macht Spaß, das tun wir gern und wir hoffen, dass das heute auch eine tolle Veranstaltung wird. Ich bin überzeugt, so ein Potpourri von Klassik bis Pop. Für die einen ist das dann Aufstieg heute Abend, für die anderen ist es andersrum, ist ganz spannend. Ich freue mich total drauf. Ein weiterer verlässlicher Partner bei Classics ist der größte Arbeitgeber der Region. Ich bin total froh darüber, dass Volkswagen nach auch den vielen Jahren immer wieder bereit ist, auch mit zu unterstützen, mit vielen anderen Partnern. Und man sieht ja, ne, es ist alles irgendwie noch nicht so richtig vorbei. Probleme mit der Technik, schnell noch eine Bühne rausgezaubert und dann noch Künstler ausgefallen. Und trotzdem haben sich alle irgendwie ins Zeug gelegt, die Veranstaltung heute mit Anstand und Bravour über die Bühne zu bringen. Und ich finde, es ein klasse Ereignis und es wird ja toll von der Bevölkerung angenommen. Und es ist ja so, wir müssen enger zusammenrücken, wir müssen diese Netzwerke pflegen und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade für unsere Stadt. Ja, ich glaube, das war ja auch immer unser Anliegen. Ich meine, Sie wissen, was für eine Aufgabe ich im Unternehmen habe. Und es ist auch immer unser Anliegen, sozusagen die Region zu stärken, die Region zu unterstützen, einen engen Schulterschluss mit unseren Zulieferern zu haben und eben auch auf die Art und Weise dann gemeinsam ein bisschen was auf die Beine zu stellen, um unsere Region attraktiv zu machen und natürlich auch Leute anzulocken. Das ist natürlich auch klar. Ne? Was dann folgte, das waren 2 Teile beste Unterhaltung. Von Klassik bis zu Rock und Pop, jeder kam auf seine Kosten. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Leo Seberski zeigten die Clara Schumann Philharmoniker alle Facetten ihres Könnens. Solistisch brillierte Elisabeth Birkmeier, Wladyslawa Brytschkova, Stine Fischer und Kai Danowski. Krankheitsbedingt ausgefallen war auch die Moderatorin des Abends. Ersetzt wurde Jürdes Urban Dötz von ihrem Kollegen Simon Vogtländer, ebenfalls als Lehrer am Clara-Wieck-Gymnasium tätig. Angekündigt war am Samstag auch Bariton Sebastian Seitz. Krankheitsbedingt fiel auch er aus. Kurzfristig sprang hier Nico Müller ein. In der Pause kamen wir mit ihm ins Gespräch.
Ja, es war unglaublich. Also erstens mal nach Zwickau wiederzukommen, nach 2016, das war überhaupt ganz toll, dass ich durfte. Und natürlich die Verbundenheit zu Krause-Event und die Verbundenheit natürlich auch zur Vogtland-Theater, dass ich einfach unterstützen konnte, wenn jemand ausfällt. Das ist ja selbstverständlich, dass man dann natürlich versucht zu helfen. Erzähl uns bitte, die letzten 2 Jahre waren sicher auch für dich nicht einfach. Naja, es waren schon geprägt einfach von den ganzen Konzertabsagen oder während Corona natürlich, dass überhaupt nichts stattfinden durfte, ne? Wie das halt überall so war. Aber jetzt geht es ja langsam wieder los. Aber jetzt ist es natürlich auch so, dass man kann ja nicht auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Also es ist sehr viel los, es findet überall was statt und die Leute sind unterwegs. Also das ist schon zurzeit auch wieder eine bewegende Zeit, muss man schon sagen. Deine aktuellen Projekte? Naja, ich bin Dozent für Gesang an der Musikhochschule in Dresden und ich bin in Bayern an der Berufsfachschule für Musik, für Musical dort. Das mache ich natürlich, ich toure so mit diesen Konzertgeschichten und morgen geht es weiter nach Darmstadt für die Proben für Wie im Himmel, weil ich nächstes Wochenende meine Abschlussvorstellung mit dem Musical Wie im Himmel dort in Mainz auf einer Open-Air-Bühne habe. Dann hatte der sympathische Vogtländer die Gäste von Classics sofort für sich gewonnen. Keine Frage, der Generalmusikdirektor ist ein Vollprofi und ihn bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Aber die Situation am Samstag war auch für ihn eine echte Herausforderung. Also ich habe sowas wirklich in über 30 Jahren Bühnenerfahrung noch nicht erlebt. So viele Absagen und vor allem die zentralen Figuren, die nur von denen man dachte, die dürfen auf keinen Fall ausfallen, die sind alle ausgefallen. Und in kürzester Zeit und jetzt so kurzfristig, wie man sich nur vorstellen kann, heute Morgen, wie gesagt, um 7 Uhr hagelte das dann die Absagen. Nicht? Naja, das ist eben unsere heutige Zeit, die Krankheit lässt sich nicht vorhersehen und auf einmal über Nacht ist es da. So, und dann haben wir heute am Telefon gehangen, ich weiß nicht, meine Telefonliste, also es war Wahnsinn. Wir mussten ja auch noch die Probe hier machen, also ich hatte das Handy mit auf der Bühne bei der Probe, so, falls mal wieder ein E-Gitarrist anruft und man hofft dann, dass er zusagt. Ne? Also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und jetzt haben wir tatsächlich den Laden noch voll bekommen, also wir haben Sänger eingeflogen, wir haben die ganze Band eingeflogen, alle 4. Und die haben sich das jetzt drauf geschafft in kürzester Zeit. Und ja, der letzte ist um 18 Uhr noch gekommen, 2 Stunden vor der Veranstaltung. Ja. Zweiter Teil wird in der Mitte was ganz Tolles bekommen, etwas ganz Besonderes, glaube ich, was bei Classics unter Sternen noch nicht gab. 15 Minuten von einem Stück. Es ist nicht richtig Klassik, aber es ist auch nicht richtig Pop. Es ist so New Classic, sagt man dazu. Bisschen wie Filmmusik, so mit dem Chor aber. Stammt aus einer Messe für den Frieden. Aber ganz, ganz cool. Musik, also wirklich Richtung Film musikmäßig. Und dann haben wir den passendsten Titel, den man sich vorstellen kann. Nur noch kurz die Welt retten und danach flieg ich zu dir. Nur noch kurz die Welt retten. Ne? Also es war heute den ganzen Tag die Welt retten, die Show retten, war das Thema. Ja, und dann noch so ein paar Highlights, die hier dazugehören. Zwickau, unser Motto, Zwickau für Zwickau. Deswegen We Are Family darf nicht fehlen. Und da kommen noch so ein paar schöne Brocken. Ja. Better.
Besonders als dann im Publikum die Wunderkerzen angezündet wurden, fiel auch Veranstalter Matthias Kraus vielleicht nicht nur ein Stein, sondern ein Felsbrocken vom Herzen. Also erstmal ging alles ziemlich schleppend los. Wir haben das ja wirklich auch schon gemeinsam mitbekommen, dass die Leute zurückhaltender waren als in den letzten Jahren. Womit wir absolut nicht gerechnet haben, war der Zuspruch in den letzten 2-3 Wochen. Das war ganz extrem. So haben wir jetzt mit 2.500 Mann für die Verhältnisse eine fast ausverkaufte Veranstaltung. Ja, und dann hat uns, kann man sagen, die letzte Woche extrem auf Trab gehalten. Ich glaube, das spiegelt so ein bisschen die Situation wieder in der gesamten Branche. Vor einer Woche hat der Bühnenbauer angerufen und gesagt, es tut ihm leid, er kann die Bühne nicht liefern. Aufgrund von personellen Engpässen, was auch immer. Da war absolut, ja, da war ganz viel Glück im Spiel, dass wir überhaupt in der Lage waren, eine Bühne zu bekommen. Dann hat Mitte der Woche unser Hauptsänger Corona. Da haben wir den Nico Müller aus dem Ärmel gezaubert, was ja auch eigentlich für die Verhältnisse eine absolute Sensation ist. Ja, dann kam heute Nacht dazu, dass die komplette Band Corona hat. Ich glaube, die Künstler kommen jetzt aus Thüringen, Bayern, von überall. Wir haben heute, glaube ich, beim Mittagessen noch telefoniert mit dem Gunnar Tischi vom Radio. Wer kennt vielleicht noch irgendeinen Gitarristen? Ja, und dann zu allerletzt hat es unsere Moderatorin erwischt. Und ich glaube, dass da heute der Simon hier eingesprungen ist, das so zu moderieren. Das zeigt, dass alle an einem Strang ziehen, dass es alle unbedingt wollen. Und ich glaube, die Leute sind dankbar. Saugen alles auf komplett und ja, also wie gesagt, ich bin jetzt extra vom Abiball unserer Tochter auch hergekommen, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich will das dann auch persönlich den Sponsoren zum Ausdruck bringen, dass es nicht selbstverständlich ist und ja, ich hoffe, dass wir noch ein tolles Feuerwerk haben, viele Gänsehautmomente heute Abend noch und freuen uns dann hoffentlich alle auf normale Zeiten und dann schon auf die 20. Auflage nächstes Jahr. Nach dem Dank an die Sponsoren gab es natürlich noch Zugaben und ein Abschlussfeuerwerk. Wir, die wir dabei waren und von den ganzen Umständen Kenntnis hatten, haben diesen Beitrag unter dem Titel We Are Family gestellt.